Herzlich willkommen zurück zu LA Noir. Bevor Biggs, der gute Herschel Biggs, sich beschwert, dass wir was zu tun haben, machen wir weiter. Wir sollen uns hier ein bisschen umgucken, nachdem die Befragung nicht ganz so gut abgelaufen ist, wie ich mir vorgestellt habe. Ich bin... mein Instinkt... auf die... Aber wie sagt man? Man ist auf seinen eigenen Instinkt hereingefallen oder der eigene Instinkt hat ihn in die falsche Richtung gelenkt. Denkt euch was aus. So, ich denke mal, wir gucken uns im Flugzeug um. Was ist? Öl. Leinöl. McClellan's process was going to replace all this. Vielleicht hat man ihn ja deswegen aus dem Weg geräumt, aber ich meine, wenn man das nicht mehr braucht, dann kann man was anderes verwenden. Komme ich da hoch? Oh, tatsächlich. Ich darf mich hier komplett umgucken. Was denn, Biggs? Wenn du nicht möchtest, kannst du gerne... Latitude 24 degrees 15 minutes north, longitude 76 degrees 0 minutes west. Das können wir vielleicht noch gebrauchen. Haben wir hier einen Kartentisch? Nö, aber sowas ähnliches. 76 degrees west. 24 degrees 15 minutes north. Nee, eigentlich wollte ich nicht aufstehen. 76 degrees west. 24 degrees 15 minutes north. Okay, gut. 24 degrees 15 minutes north. Let's see where this is exactly. The Bahamas. Somebody's already got their maiden flight planned. Hä? Das war gar nicht die richtige Zeit, aber ist okay. Da wäre es richtig gewesen. Cool, wenn dann schon richtig, ne? Und nicht kurz davor. Wir fangen nicht an zu raten. Und wenn man sich heute so ein Flugzeug anguckt, das ist ja... Eigentlich ist es so ein Riesenrechner, mehr ist das eigentlich gar nicht. Das Cockpit alleine, also die andere Technik, da will ich gar nicht von reden. Aber früher, das war schon... Ich kann mir das schon vorstellen, dass das früher ein richtiges Abenteuer war. Maschinenteile. Sind das hier Turbinen? Scheint so. Aber da ist nichts verdächtig dran. Warum springt er denn da so komisch ran? Du kannst auch ganz normal die Treppe benutzen, oder? Leider. Schön auf dem Flugzeug rumlaufen. Aber ich weiß nicht, ob wir hier was finden, was brauchbar ist. Hier ist Farbe. Lack fürs Flugzeug. Oder Korrosionsschutz, irgendwas mäßiges. Auch nichts. Guck mal, da ist so ein Propellerabdeckungsding. Also, hin da. Wenn
runterrutschen. Das muss man schon können. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. What is the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Okay. Looks like Mape's office is in the far corner. Let's go see what he's hiding. Naja, Öl ist für Maschinenteile eigentlich die richtige Pflege. Na gut, ich beeil mich mal. Wir haben nicht so viel Zeit. Wer weiß, wann der Typ da misstrauisch wird und meinte, ja, ihr müsst jetzt verschwinden. Fotos angucken ist immer ganz wichtig. Ach, das ist unser Freund, der Linke. Ne? Der andere scheint wahrscheinlich der Besitzer des Flugzeugs zu sein. Und irgendwo höre ich Tauben. Eine Frau. That is Marie the Body McDonald. Jax, Alter. Does Hughes have her on contract at RKO? Yeah, I bet he does. Was eine heiße Schnecke, wa? Das wird er sich wahrscheinlich denken. Unbekannte Adresse. Also unser möchte gern Security Guard hat so eine hübsche Frau, ja? He's probably done tinkering with that camera by now. Stimmt. Da unten steht er. Guckt uns hinterher. Was habt ihr im Büro gemacht? Thanks for the tour, Mapes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy, Vernon. Ah, Bix, du bist, also Herschel, du bist echt ein Typ. Ich mag dich. Tschüss, Miss. Man kann nicht so vertieft sein. Also sie arbeitet mit ihren Fingern und nicht mit dem Mund. Ich weiß, welchen Wagen wir nehmen. Hihihi. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Wir werden cool aussehen. So McClellan was selling his new process to Hughes and cutting out Nicholson. Looks that way. This would never go all the way up to Hughes. You would have middlemen dealing with stuff like this. Someone like Mapes? Wir brauchen noch nicht mal die Schranke, Jungs. The word middleman was invented for guys like Mapes. Und sie machen die trotzdem hoch. Kann das nicht unser Dienstwagen sein? Der ist doch richtig cool. Ja, ich fahre ja selten, ne? Das hat ja auch so ein bisschen seine Gründe. Ich könnte jetzt natürlich... Nee, könnte ich nicht, weil das ist kein Polizeiwagen. Also haben wir auch keinen Funk. Also kann auch kein Verbrechen... Must be a tough break being separated from your kids, Phelps. They're fine. They've got their mother and they've got each other. What about you? What about me? What have you got? A friend of mine is helping me through it. Hat er nachgefragt. Bix, hast du gerade wegen uns in dem Familienumstand gefragt? Ich bin erstaunt. Haben wir das Eis mittlerweile gut gebrochen, ja? Now that I got you, I may as well ask you. Ask me what? The Black Dahlia. Who was it that killed that poor girl? No official charges have been pressed in the case. I know that. I'm not looking for the official version. I made a promise to the department. These are the guys who sold you down the river. Wollt ihr gerade ausscheren? Ich hab das schön den Untertitel lesen wollen. Ja, Cole, du könntest ihm was sagen. Wer das war. Es wurde ja damals vertuscht. Beziehungsweise haben wir ja ganz viele Unschuldige eingesperrt.
Und ich habe schon gehört, das hätte man gleich wissen können. Irgendwie so. Bin ich mal gespannt. Ich werde mir das nochmal durchgehen mit dem zusammen. Und da möchte ich mal eine Erklärung von ihm haben. Dass das so vom Spiel halt gemacht ist, dass man glauben soll, ja, man tut das Richtige und dann ist man doch der Gearschte. Und irgendwie, wenn man zum Beispiel nicht den und den einbuchtet, dass man halt ja nicht volle Sterne kriegt. Ist ja auch egal. Ich bin mal gespannt. Also, ich weiß ja nicht. Wie gefällt euch das Spiel so bis jetzt? Also, ich möchte ja noch zu keinem Fazit kommen. Wir sind noch nicht so weit. Noch sind wir nicht durch. Aber ich spiele das Spiel jetzt, glaube ich, auch schon zum dritten Mal. Wohin sollen wir denn? Zu ihm? Wehe, du bist ein Arsch. Any messages for me, Hopkins? Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out, mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. Wie kann man denn nur so ein Arsch sein? Lovely wife and children in the paper? What a rat. Mann, ey. Hey, I gave his wife a pass. Voll nachtragende Schweine hier. Ich werde es euch zeigen. Hey, Cole. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Ja. Ich weiß. Hey, can you give me a hand? I got a hard case I need to break. Was? 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 Wer quatscht hier? Wahrscheinlich von oben. Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. You can use the magnifier. There's quite a lot of detail. Okay, gut. Schauen wir mal. Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. Ja. Der Blitz hat uns ja ganz böse überrascht. Ach, guck mal, da ist die Uhr. Bring in the watch for a match for our John Doe. He's obviously the competitive bid. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Was haben wir? Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator and playboy, and Vernon Mapes, ex dirty cop and business fixer. I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. Ja, ja, ja. Also, meine Intuition war doch richtig. Aber es war vielleicht in dem Moment nicht richtig. Excellent photography, Tomiko. So Tomiko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Tja. Gute Spionagearbeit. Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? I got this gadget whiz guy putting recording devices in the place. Wo sind sie da? Ja, das waren sie dann. Cole, can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk.
place the drops in the petri dish. You think the Vice Boys get any on the side? Was soll ich machen? Habt ihr Corrados gesehen? Der hat sich da schön versteckt. Jetzt steht er da wieder. Ich will nicht explodieren. Bronco, can you give me a hand? I got a hard case. Leinöl. Na super. Haha, sehr witzig. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumpy from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion? I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro. And when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil, but you could add any organic compound to trigger an explosion. Three little drops. Yeah. And they were using a 100-gallon vat. The guy gave his wife a tap. I said, all's fair in love. Ah, ich merk schon. Ihr habt gesehen, wie viel Fässer Leinöl da für das Flugzeug verwendet worden sind. Oder werden. Oh, oh, oh. Geh mir aus dem Weg, du blöder Hund. Did you see his lovely wife and children in the paper? What a rat. Danke. Vielen Dank. Wirklich, echt. Extra, read all about it. Was? Schade, dass er die nicht so umschubst. Okay. You know the way. You can drive. So where do you Haus auf dem Foto. Das ist unsere aktuelle Zieladresse und wahrscheinlich auch das einzigste. Ich bin gespannt, was wir finden. Und warum hatte der Tote die Uhr und den Ring? Da ist auch schon wieder die Tür auf. Na dann. Let's go, Herschel. Wir rennen da mal nicht so rein, sonst. Man rennt jetzt schnell in sein Verderben. This place stinks of petroleum. Avgas, if I'm not mistaken. It's all around the floor. Wie soll man das sauber machen? Der schöne Teppich. Hat das jemand hier vorbereitet? Und warum nicht zu Ende geführt? Angstrom is flying today on TWA. Angstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Maybe he's cleaning up. Ja, stimmt. Das kann vielleicht sein. Ja, weiter. Ein anderer Doktor war. Oscar Hengstrom. Hengstrom and McClellan are the same man. Na super. The gas, Cole, the gas. We gotta get out of here right now. Look by the stove. Shoot the gas line, Cole. We're out of here. Was? Warum
Warum hat das eben nicht geklappt? Ich habe doch gegen ein Fenster geschossen. There you are, Shaquille. Come on, he's not getting away from us. Ja, super. Ich wusste, ich hab. Ihr habt. Ich hab das gleich als Verdacht gehabt. Vielleicht ist auch das, was er meint, der gute Lars. Weil mein Verdacht war ja richtig. Deswegen, dass das Spiel sagt, nö, die Antwort ist jetzt hier falsch. Willst du laufen? Herr Pixie, ich kann nicht warten. Er haut sonst ab. Habe ich keinen, der schießt, weil er aussteigen musste. Und durchs Bombengebiet? Okay. Ich krieg dich, du kleiner Hund. Irgendwann wirst du einen Fehler machen. Ach du Scheiße. Not a care in the world. Das war's mit dir. Mich angreifen wollen und dann so schlecht ablosen. Training haben wir halt. Wir sind ein guter Fahrer. Ich hab bloß nicht so laut meinen Mund aufgemacht hast. Oh. Not good. Ja, weiß ich. Wo's Bix eigentlich? Fuck. Wie schnell sind die denn? It's alright. These people! Was zur Hölle? Sehr gut. Mann, wie hartnäckig. Und woher kriegt er die Verstärkung? Woher? Der hat doch bestimmt kein Handy. We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight, Cole. Aim at the tires! Sollen wir uns mit der Militär anlegen hier, oder was? Lass mal die dicke Wumme da liegen. Das war sauber. Find some cover! Ach, schön in Arsch, wa? Oh, von hinten. Schießt insgesamt 100 Schurken. Hört an. Aber es sind doch keine Schurken. Das ist doch Militär. Na, shit. Kann ich mir vorstellen, warte mal. Ach, hier gehst du nicht bei. Mann, da sind bestimmt gute Waffen drin. Da sitzt er. Ein Tommy-Gun. Bix, kriegst du das hin? Sehr gut. Okay, time to play cat mouse. Der kleine, miese, dreckige Hund, ne? Passiert nichts. Panzerreifen. Alles klar, los geht's. Lady? Dass er so ein bisschen da schon hinzielt, ne? It's
is worth it. Ich will losrennen. Ja, so nicht, Freundchen. Die müssten eigentlich besser bewaffnet sein als wir. Vor allen Dingen haben die auch die Manpower mehr. Das sind alles durchtrainierte Soldaten. Okay, Cole ja auch. Aber eigentlich müssten die wirklich mehr krassere Waffen haben, so maschinengewehrmäßig. Außer die Tommy Gun jetzt, ne? Der da oben zum Beispiel. Okay, gut, das ist er sogar. How long do you think you can hold out? Jo, ich hole ihn mir, ich hole ihn mir. Bleib du in Deckung, Bix, hier soll nichts passieren. Ich hätte das noch gar nicht mitgekriegt, dass ich hier Türen eintrete. Wie komme ich denn da am besten hoch? X. Komme ich hier nicht mehr vorbei oder was? Ist hier ein Geheimgang? Ich schieße ihn auf die Hand. Hochkommen dann so. Freundchen. Tschüss. Ich dachte, ich kann da richtig hoch. Aber nein, anscheinend nicht. You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. Guy had good honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. I don't know if it'll do you any good, Phelps, but between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Ja, warum immer nur Phelps? Bix ist doch auch dabei. Verstehe ich nicht. Der Fall gegen Nicholson hängt davon ab, ob er wusste, was in seiner eigenen, was in seinem eigenen Werk vor sich ging. Okay. Ja, wieder nur 3 Sterne, aber wie gesagt, ist mir egal. Ich zock das durch so mit den Fragen und den Vermutungen, die ich habe und die ich anstelle. Ja, dann haben wir jetzt einen schönen Cut für die Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part von L.A. Noire wieder.